Flo, bitte. Na, du bringst mich nicht aus der Ruhe. Ich bin da. Ich bin angekommen. Ja, du bist angekommen und kannst nicht stehen bleiben, so ein Halteverbot. Ach so, na dann vorne. Herzlich willkommen oder wie man auf Balinesisch sagt, Selamat Datang. Wir sind Flo und Wisch und erwarten jetzt gleich die UEFA-Reiseexpertin Birgit mit den besten Insider-Tipps zur absoluten Trendsdestination Bali. Nirgendwo liegen Abenteuer und Entspannung so nah beieinander wie auf der romantischen Vulkaninsel mitten im Indischen Ozean. Endlos weiße Strände, spektakuläre Tempel und natürlich reishaltige Reisterrassen. Bali ist mehr als nur ein Reiseziel. Bali ist ein Lebensgefühl. Viele kennen ja Bali vom Film oder vom Buch Eat, Pray, Love. Ja, da möchte ich aber etwas dazu sagen, bitte, das Buch Eat, Pray, Love. Ich habe nur das erste Drittel gelesen. Wegen Essen in Italien. Naja, sicher. So. Mich interessiert der restliche spirituelle Schmarrn. Ist Eat, Pray, Love der Ausgangspunkt, wo man sagen kann, seither ist es dieser absolute Bali-Trend? Bei dem Film ist das ganz gut rüberkommen, wie es auf Bali wirklich ist. Also eben, dass man so runterkommen kann. Also ich bin von dort auch zurückgekommen und habe gesagt, ich fühle mich wieder bei mir und ruhig. Bali ist ja auch das Ursprungsland des Hubkonzertes. Das ist, glaube ich, das ultimative Verständigungsmittel auf der Straße. Man hupt einmal, man hupt vor der Kurve. Aber ich dachte, dass die so entspannt sind und so tiefenentspannt. Warum ist das dann so ein lauter, chaotischer Verkehr? Die hupen ja nicht aus Stress. Also wenn man bei uns auch mal wen grüßt. Ja, genau, da hupen die einfach. Also wenn wir zum Beispiel vor uns den Crewwagen begrüßen. Servus, das ist Balinesisch. Genau. Was ist denn da etwas, was man unbedingt machen sollte? Jetzt von diesen Ausflugszielen, wenn man mal auf Bali ist? Also, was man gesehen haben muss und was wahrscheinlich auch viele kennen von den Bildern, ist einmal Thana Lot. Das ist der Tempel, der direkt beim Meer ist. 20, 30 Meter von der Klippe entfernt. Und dazu gehört oben ein großer Park, wo auch ein Markt ist und alles. Und da sind wir Richtung U-Boot gefahren. Richtung U-Boot? U-Boot. Ah, U-Boot. 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 Ist das ein Ort auf Bali? Das ist das spirituelle Zentrum von Bali. Also das ist wirklich in der Mitte von der Insel. Und U-Boot, das klingt aber wie oh Gott. U-Boot. Nein, es ist positiv, oh Gott. Es gibt einen ganz tollen Markt dort. Also ich war leider zu kurz. Ich glaube, da kann man den ganzen Tag auch verbringen. Und handeln natürlich. Handeln? Natürlich, aber das ist ja in allen asiatischen Ländern. Wenn du irgendwo am Markt was kaufst, musst du handeln. Und je mehr Produkte du kaufst, desto günstiger wird es. Also du kannst selbst also mit einem Hemd nach Hause gehen. Natürlich. Ah. Also für uns Mädels, uns ist das natürlich sehr schwer gefallen, gleich mehr zu kaufen, damit man einen besseren Preis bekommt. Das kann ich mir vorstellen. Das ist so ein Pech. Ja. Es gibt ja dieses Motto, hoch die Hände, Bali-Strände. Wo badet es sich am schönsten? Die schönsten Strände sind eigentlich in Nusa Dua. Nusa Dua ist aber nicht auf Bali, das ist eine Insel. Nein, das ist auf Bali. Ist auf Bali? Ja. Bin ein Spezialist, ne? Natürlich. Dort sind die schönsten Sonnenuntergänge und dann setzt dich hin mit deinem kalten Bier in der Hand und schaust dem Sonnenuntergang zu. Und das vor einem endlos langen Strand, das Meer, vielleicht noch ein paar Surfer. Wenn wir schon bei Gusto-Stückel sind für dich, was gab es zu essen? Na, was schon typisch Bali ist, sind halt die Sate-Spieße. Also die kleinen Spieße. Kleine Spieße ist schlecht. Du darfst aber, es gibt mehrere. Okay, es gibt mehrere. Also du musst nicht nur einen, du darfst mehr als einen Spieß essen. Okay. Also ich weiß zwar wenig über Bali, aber ich habe gehört, dass ich Verwandte habe dort. Es soll nämlich einen sehr großen Affenwald geben. Ich habe ihn survived. Okay. Du hast ihn überlebt. Was heißt das? Da rennen die Affen frei herum. Und es heißt, man darf den Affen nicht in die Augen schauen. Was sehr schwer ist, wenn circa so gefühlte 50, 60 Tiere um einen herum sind. Okay. Ja, es ist aufregend. Was war denn so dein Top-Moment auf der Reise? Also was wirklich unglaublich war, wie wir den Kübelwagen-Ausflug gemacht haben und dann im Restaurant gesessen sind, wo du den freien Blick direkt auf den Vulkan, auf den Mount Batur hast
Und über die ganze Ebene unten, wo auch die Lava noch runtergeronnen ist, wo du das siehst, also der Ausblick ist unglaublich. Da hat man auch Respekt, oder, vor dieser gewaltigen Natur, ja, die sich da aufbaut, vor allem. Ja. Balinesische Balance. Balinesische Balance. Jetzt haben wir zu uns gefunden und auch zu dir, Birgit. Ja, schön. Wann buchen wir? Ich bin voll in der Entspannung. Das fällt mir jetzt schon fast schwer, Baba zu sagen. Ja. Liebe Bali Birgit, herzlichen Dank für das interessante Gespräch. Und wenn ihr jetzt auch so richtig Lust auf die absolute Entspannung und auf balinesische Balance habt, dann lasst euch doch ganz persönlich von einem Ruefa Reiseberater beraten. Entweder von der Birgit im Ruefa Reisebüro am Schwedenplatz in Wien oder ganz einfach in der Ruefa Filiale in eurer Nähe. Wenn euch dieses Video heute entspannt oder vor allem gefallen hat, dann gebt uns doch bitte einen Daumen hoch, abonniert den Ruefa-Channel und seid auch das nächste Mal wieder dabei.